Willkommen und benvenuto bei Oggi spielt. Heute geht's weiter im Brettspielbuch, Kapitel 1 Simone Luciani, vierter Absatz, eine Zusammenfassung und ein Ausblick. In den vorherigen Videos habe ich euch was über Simone erzählt, die Spiele, die in meinem Regal sind, vorgestellt und zu einem Spiel auch eine kurze Regelerklärung rübergebracht. Ich möchte mich an dieser Stelle für eure Kommentare bedanken, für euer Feedback, was auch neben YouTube bei mir angekommen ist. Gleichzeitig möchte ich euch fragen, ob diese Art und Weise euch so gefällt oder ob ihr das ein oder andere mehr oder weniger gern habt. Mehr Spiele sehen, mehr über die Spiele, mehr Erklärungen, was auch immer. Bevor ich nämlich ins zweite Kapitel starte, in der übernächsten Folge. Heute auch noch ein Ausblick. Und zwar, ich möchte euch zwei Spiele vorstellen von und mit Simone, die in Kürze rauskommen werden. Dafür bediene ich mich dieser hervorragenden Technik der Bildschirmteilung und fange direkt mit diesem, da haben wir es, fange direkt mit diesem grandiosen Spiel an. Schaut euch doch mal dieses geile Cover an, Golem. Golem wird herauskommen, ich meine im Oktober, November diesen Jahres und ist zusammen mit Virginio Gigli und Flaminia Brasini. Ja, da fehlen mir schon fast die Worte, entwickelt worden. Wir kennen die beiden aus den Spielen Gran Austria Hotel oder auch Lorenzo il Magnifico. Bei Golem, und jetzt kommen wir mal zu einem anderen Bild, werden wir einen Kugelmechanismus haben. Nicht so wie beim Meister der Renaissance, aber trotzdem Kugeln. Und zwar erkennen wir hier eine, das soll eine Synagoge sein, das ist natürlich ein Prototyp, wie ihr seht. Und hier werden 15 verschiedenfarbene Kugeln hineingeworfen, die sich auf 5 verschiedene Slots aufteilen, die für 5 verschiedene Aktionen stehen, die man dann ausführen kann. Die Anzahl der Kugeln, die dann in entsprechend einem Slot sind, geben dann wieder die Anzahl der Aktionsmöglichkeiten wieder. Also es wird so ein bisschen der Mechanismus von Gran Austria Hotel, zwar nicht mit Würfel, aber mit Kugeln wiedergegeben. Ursprünglich wollte man dies auch mit Würfeln umsetzen, da man aber nur 5 Aktionen hatte und mit der 6. Seite eines Würfels nichts anfangen konnte, wusste, wollte, ist man auf diese pfiffige andere Idee gekommen, wie ich finde. Gehe auch nochmal ein Bild weiter. Und zwar seht ihr hier das Tableau. In Golem wird es so sein, dass wir Meister sind oder auf jeden Fall Herren und unter anderem durch gewisse Aktionen einen Golem oder mehrere Golems züchten können, die dann über die Straßen des magischen Prags ziehen, um sich weiterzuentwickeln. Aber wir müssen vorsichtig sein, sie dürfen nicht zu stark werden, denn wenn unsere Golems zu stark werden, dann werden sie zerstörerisch und vernichten eventuell all das, was wir bis dahin aufgebaut haben. Es gibt, wie gesagt, 5 Aktionen. Man muss sich auf allen Leisten etwas vorbewegen. Und es geht natürlich, wie es bei einem Eurogame üblich ist, um Siegpunkte. Auch das wird ein Heavy Euro, ein Cinghialone, wie wir gelernt haben. Und ich freue mich absolut auf das Spiel. Und wie kann man sich nicht freuen bei so einem, ich wiederhole mich, geilen Cover. Das zweite Spiel, was ich vorstellen will, war dieses Jahr auf Kickstarter. Das ist Darwin's Journey zusammen mit Nestore Mangone. Nestore Mangone kennen wir von Newton, kennen wir vom Meister der Renaissance. Auch dieses Spiel ist ein Eurogame. Hier spielen wir die Erinnerungen von Darwin nach und versuchen uns, indem wir uns wieder an die Erinnerung erinnern, entsprechende Fähigkeiten zu gewinnen, die uns dann Step by Step auf dem Spielbrett weiterbringen. Und jetzt gehe ich mal einfach ein paar Bilder so weiter. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller, hier nochmal zurück. Hier seht ihr das Spielbrett. Es ist natürlich
sehr mechanisch, auch ein bisschen unübersichtlich aus diesem Punkt hier. Es gibt aber viel zu sehen und das erinnert mich von Newton an den Entwicklungstrack, so sage ich es mal. Was ich ganz nett finde, deswegen gehe ich mal weiter, es gibt gewisse Karten wie hier und ich bin mir nicht sicher, das könnte der Publisher eventuell sein, der Senior Beezy, so heißt er, meine ich. Und eventuell ist das Nestore Mangone und eventuell ist das Simone Luciani. Das werde ich mal erfragen. Aber auch Darwin's Journey, wenn ihr es nicht gebackt habt, wenn Late Pledge nicht mehr möglich ist, es kommt absolut der Sicherheit auch im Retail raus. Und auch das ist wie Golem aus meiner Sicht eine absolute Kaufempfehlung. So, jetzt bin ich wieder da. Das zu meinen Spielen, auf die ich ganz heiß bin. Und jetzt nochmal eine Bitte an euch oder eine Möglichkeit für euch, mit mir zu interagieren. Ich werde nämlich in der nächsten Woche ein Interview mit Simone Luciani führen. Ein Interview, in dem ich dann natürlich Fragen stelle. Und jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, dass ihr mir in den Kommentaren eure Fragen an Simone Luciani schreibt, damit ich diese aufgreifen kann und damit auch ihr ein Stück weit integriert wird in dieses Format und auch eure Wünsche aus erster Hand direkt weitergegeben werden. Wie gesagt, Anfang nächster Woche wird das Interview sein. Freue mich auf eure Kommentare, freue mich auf euer Feedback, wie es mit den einzelnen Kapiteln weitergehen soll und ich verrate euch noch nicht, was das zweite Kapitel sein wird. Bleibt gesund, euer Eugi, bis zum nächsten Mal.